Und ich starte die Aufnahme neu. Weil gerade auch irgendwas abgeschmiert ist. Das Internet war gerade kurz weg. Ganz, ganz lustig. Ich werde kurz mal hier nochmal das aktualisieren. Alles cool, aktualisieren. 5 gedrückt. Das klappt. Ja, ja, ich bin kurz offline gewesen. Ich gebe es ja zu. Welcome to Chatroom. Jetzt müsste ich aber wieder online sein. Streaming stoppen. Nein, Streaming geht weiter. Okay. War es für ein paar Sekunden weg? Ja, ich habe es gemerkt. Tut mir leid, ich habe keine Ahnung, was los war. Also irgendwie hat das Internet kurz mal gehakt, was ein Problem ist. Ja, das hat nicht wirklich geruckelt. Das war einfach nur ein Aussetzer von mir. So, wir sind wieder weiter. Wir sind wieder da. Und spielen weiter. So, genau. Ich war dabei, irgendwie hier das Zeug zurecht zu biegen oder zurecht zu drehen, dass die Strahlen wieder drauf. Ach, guck mal, jetzt geht's hier drauf. Hahaha, ha, ha, genau so wollte ich es natürlich haben. Also die beiden Spiegel müssen offensichtlich so bleiben. Aber ich nehme mal eine von der Nacht, muss auch noch im Spiegel irgendwie so reinkommen. Es muss sowohl tagsüber als auch nachtsüber offenbar Licht hier drauf scheinen. Warte mal, kann man das hier irgendwie noch so drehen, dass man die oberen Strahlen abfassen kann? Nein, kann man nicht. Hier vielleicht. Ja, nein. Yeah. Warte mal, dieser Strahl hier oben, wo kommt der eigentlich an? Der... Achso, der kommt von da unten. Okay. Wir haben jetzt zwei Strahlen, die wir ablenken. Einer geht hier oben durch und wird dann gleich runtergeleitet. Der andere kommt hier oben an und wird gar nicht mehr abgefasst. Das ist ein kleines Problem. Aber was ist, wenn ich dich einfach mal abfange? Und mich hier mal um den unteren Strahl kümmere. Der untere Strahl kriege ich gar nicht zu fassen. Okay, was heißt, ich werde mich nur um den hier kümmern. Der passt ja schon mal. Ich werde diese beiden Spiegel jetzt nicht mehr berühren und werde jetzt noch die unteren drei nehmen. Die oberen drei nehmen, um in der Nacht auch diesen Spiegel, den Lichtstrahl entsprechend drauf zu packen. Wir gehen erstmal wieder raus. Und sagen Exit the Painting. Und machen mal wieder Tag. Quatsch, Nacht meine ich. Das andere Tag. So. Dann malen wir hier mit der Kreide ein wenig. Einen Mond. Und gehen wieder rein ins Painting. A Star is Born. Ja, bitte. Wundervoll. Lass uns gleich mal hochgehen. Ohne große Umschweife und gucken, wie das in den Lichtstrahlen steht. So, die beiden wollte ich nicht antasten, aber... Ach, es geht gar nicht, wenn ich die beiden nicht antaste, kommt der Strahl ja nicht durch. Hahaha, super. Aber da muss ich nicht viel machen. So. Nein, so wahrscheinlich. Vielleicht überhaupt eine Relevanz da oben? Nee. Ja, jetzt vielleicht, aber das nützt nicht viel. Nee. War da nicht gerade da drauf? Ja, guck mal, so ist doch wunderschön eigentlich. Er bringt das nicht wirklich viel. Offen gestanden. Ich frage mich ernsthaft, wie ich das gerade machen soll. A Star is Born. Ja, das hätte ich gerne. Das ist ein Star... geboren wäre. Kann man noch irgendwas in diesem Gemälde machen? Das scheint mir so der Weg gewesen zu sein hier. In dem anderen könnte man viel mehr machen im Akt 1. With Audio Assistance, ja, ja, das hatten wir schon. Bla, bla, bla. Sagte der Zaubererbub noch irgendwas? Exciting times, we live in. The clock's fixed, the show draws close. Iris has better. Ja, ja, okay, gut. Und ich kann die Uhrzeit hier nicht verändern, offensichtlich. This tent is covered with stars and over... other magical symbols. Okay, kann man da irgendwas machen? Ich will gerne diese magical symbols gerne haben. Kann ich damit irgendwas malen? Nein. Leider nicht. In dem Fall müssen wir vielleicht mal den Tag über gucken. Ich habe das Gefühl, dass wir da nicht alles abgeschlossen haben. Nochmal Tag, bitte. So. Eine wundervolle Sonne. Und einmal hoch.
bitte. Ich wäre soweit. So oft, wenn ich das Spiel noch offen nicht, dass wir jetzt stundenlang laden müssten. Hat Zauberer 1 was zu sagen? I eagerly await the delivery of the stars in the night sky. Bring me the constellation when you find it. Ja, okay. Versuche ich mal. I just can't wait for the show. I hear it has a dragon and a princess. Very exciting. Prinz könnte natürlich Iris sein. Hier kann man rein. Ah, hier kann man einfach nur hoch. Fenster sind kaputt, okay. Was genau kann ich damit machen? Just an old weather vane that looks like a rooster. Don't they all, ja? Was hat mit diesem Gesicht auf sich? Guck mal, das bläst hier fröhlich. Was nützt mir das? Kann ich reinmalen in den Himmel? Nee, offenbar nicht. Ich nehme einfach mal einen Tipp jetzt, ganz ehrlich. Stars only shine at night. Okay, wir brauchen Stars, die wir hier abgeben. Also müssen wir doch nochmal in Akt 2 reingehen, um da irgendwelche Stars zu holen. Irgendwelche Sternchen, die wir dir wiederum geben. Um damit was auch immer zu tun. Ich habe offen gestanden keinen Schimmer, was wir damit machen sollen. Ja, ich weiß, wir haben einen Lichtstrahl irgendwie hinbekommen. Aber ich glaube, wir müssen irgendwie noch einen Samen dafür haben oder irgendwas in der richtigen. Ich würde sagen, wundervoll, Bundeskanzler jetzt unterstellen, ja, Schwarzgeld, nein, da war kein Schwarzgeld, das kann ich mir nicht vorstellen. Da war alles, ging alles mit rechten Dingen zu. Leute, die 16 Jahre regieren, da läuft immer alles mit rechten Dingen zu. Und ja, ich weiß, unsere Gegenwärtige auch 16 Jahre bald mal anstrebt, nehme ich mal an. Also wir haben es wieder in Nacht. Okay, dankeschön. So, wir brauchen das Nachtssterne. Gehen wir mal hoch. Können wir mal hier hochgehen? Ach, das geht. Wusste ich gar nicht. Ah. The stars moving too fast. Ach stimmt, das kommt man ja hier irgendwie hier regeln, indem wir... Ah, okay, wir wissen genau richtig. Ah, warte mal. Jetzt. Ah, genau. Wunderbar. Jetzt haben wir ein Sternchen gefangen. Das ist ja wunderbar. Ein wirklich schönen Mond. Da muss man wirklich mal sagen, the full moon shines bright. Hier haben wir die Prinzessin, da aber den Drachen. Guck, wie du dich drehst. Irgendwas blitzt da dran, Schleife. Der Drache dreht sich nicht, doch der Drache dreht sich ein bisschen. Das ist der Ritter, ist das. A broken window, ja. Sonst können wir jetzt mitnehmen. A magical trade. So, ich gebe mir erstmal kurz den Stern. Und zwar am Tag. Mal gucken, was du uns dafür gibst. Ich hoffe, irgendwas Schönes. Also erstmal wieder eine Sonne malen. Lalalalala. So. Und ihr seht ungefähr das gleiche wie ich. Ein weißes Stück, keine Rückmeldung. Perfekt, genau so will ich das haben. Ich schließe mal kurz das Programm. Ein sehr stabiles Programm, das merkt man schon, das ist richtig gut. Starten nochmal neu. Hoffen wir doch, dass es dann irgendwo gespeichert hat zwischendurch. So, play bitte. Jetzt mal die Frage, wir haben den Stern schon. Wunderbar, dann verlassen wir das Painting. Ich finde es gut, dass es hier so viele Autosaves gibt, dann ist das nicht ganz so schlimm jedes Mal, wenn es hier abstürzt. Also es ist nicht schön, aber es ist auch nicht ganz so extrem schlimm. So, einmal das da. Das war eine traumhafte Sonne wieder mal. Und rein mit uns. Okay, so, ich habe jetzt hier dieses Sternsymbol für dich. Was gibst du mir dafür? The constellation of the heroes, so shiny and ethereal. Take this special seed with my thanks. It only grows in the day, it only blooms at night. Ah, it acts as the key to a get backstage. Ah, okay. Wir brauchen also erstmal einen Samen, den wir hier einpflanzen müssen. Und zwar am besten, indem wir die andere Tür benutzen und zwar von innen reingehen. Weil komischerweise, wenn wir von außen rausgehen, hochgehen, dann schließt sich die Tür oben. Aber ich, naja. Solche alten Theater haben halt auch manchmal einen Schuss weg, nicht wahr? So, einmal hier rein, bitte. So, the merchant said something about only growing in the daytime. Ja, es ist Tagtime. Wir müssen also das Spiel so drehen, dass nun Licht darauf scheint. Ich nehme mal stark an. So, mit Sicherheit nicht. Kann man nicht irgendwie erwischen eigentlich, diesen Lichtstrahl da oben? Nein. Okay, müssen wir also dich mal nehmen, so. Läuft fantastisch. Warte mal. Wie kriegen wir Lichtstrahl da drauf? Der ist ja schon fast da drauf. Aber nicht drauf genug.
Ah, warte mal. Nein. Ah ja, jetzt geht das hier zumindest. Okay, dann kann man den jetzt so hinlenken. Und jetzt kann man dich von hier oben irgendwie abfangen, sodass wir dich... Nein. Hat nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Ah, das... Ach du, ach, wir müssen jetzt mal die Knospe treffen, ja, das wird ja lustig. Okay. Warte mal, wir... Ja, okay, das war schon ganz gut. Das ist manchmal so ein bisschen geplant, manchmal eben auch nicht, was ich gerade so tue. So, du kommst da nicht lang. Gott, das ist doch fast erwischt. Komm, ich bitte euch. Warte mal. Wir müssen also scheinbar den unteren Strahl nehmen irgendwie. Der... Wie kann er den bitte nicht erwischen? Das ist doch ein Witz. Die Knospe geht fast da durch. So, kriegen wir das irgendwie hier hoch, das Licht? Das ist doch wohl ein Witz! Ja, wollte gerade sagen, ich muss das Spiel nur wegpacken. Und jetzt... Vielleicht... warte mal. Kannst du die irgendwie hochleiten? Nein. Kannst du die irgendwie hochleiten? Nein, ehrlich gesagt auch nicht. So, warte mal. Du kriegst den da hoch, du kriegst den da auch. Jetzt musst du den hier hochkriegen. Aber nicht so. Ha. Der letzte ist es jetzt, warte mal. Wenn ich das so mache, kommt der Lichtstrahl nicht durch. Okay. Die Sonne war so schön gemacht, dass direkt das Spiel abgespielt ist. Ja, es tut mir leid. Wenn ich anfange zu singen, dann wird es noch schlimmer, glaube ich. Und keine Sorge, ich fange heute nicht an zu singen, glaube ich. Ich habe schon genug gesungen jetzt für das Weihnachtsspecial wieder. Also warte mal, ich muss ja auch ein bisschen denken und weniger probieren. Wir haben hier, ich mache das mal ganz außen vor. Wir haben hier zwei Lichtstrahlen, okay. Wenn ich es einfach beide durchlasse, versiegt der untere sinnlos. Der obere, der kann nur weitergeleitet werden, indem man den hier so lässt. Ja gut, das ist das Einzige, was du damit machen kannst. Kannst du damit irgendwas machen? Spiegel? Ja, aber das hilft niemandem. Du kommst da oben auch nicht ran. Warte mal, was war das denn gerade? Ah, fast. Okay. Kann man es schaffen? Nein. Dann leiten wir das Ganze mal jetzt schon so ein bisschen oben. Etwa so. Oder etwa so. Du musst mal irgendwas machen, lieber Freund. Aber dann kommt das auch nicht weiter. Das ist... Ha. Das ist ein Witz, dass ich gerade daran scheitere jetzt. Das erwischt ihn noch fast. Was ist eigentlich der einzige Spiegel, der den irgendwie erreichen kann? Einfach mal den letzten Strahl muss man ja irgendwie rausfinden, das hilft dann schon mal. Wäre vielleicht der hier, der so ein bisschen hier hochstrahlt. Das heißt, du musst hier angestrahlt werden. Ja, aber das ist nicht hoch genug. Okay, also ist es nicht das. Oder vielleicht so? Wenn wir es schaffen, den zu umgehen und den irgendwie direkt anzustrahlen, geht das irgendwie? Eher nicht. Warte mal, hier kann man dich jetzt erwischen? Nein. Kann ich einfach mal umdrehen? Ja, aber dann hast du nichts mehr gewonnen. Das ist dumm. Ha. Huh. Ich habe gerade echt aufgeschaltet, kein Schimmer. Wie ich jetzt zu diesem oberen Strahl kommen soll. Also wie ich die obere Knospe erreichen soll. Vielleicht nachts. Ach, warte mal. Ich krieg die obere nur nachts, nicht wahr? Sie wächst nur am Tag. Aber es heißt nicht, dass sie nicht in der Nacht blüht. Das gibt's ja manchmal. Also... Meine Oma hat oder hatte, ich weiß gar nicht mehr, noch eine Pflanze, die nennt sich Königin der Nacht. Die ist potthässlich. Und blüht irgendwie einmal im Jahr oder irgendwas in Richtung. Einmal sehr selten auf jeden Fall.
Da ist eine riesengroße Blüte, die sich ganz kurz öffnet. Auch ziemlich schön ist und danach wieder potthässig ist. Das fressen sie da über. Jetzt weißt du, warum deine Pflanzen nochmal eingehen. Yeah. Fehler und Ladezeit sind wir hier bei Inner World. Nein, nein sind wir nicht. Wir sind bei Draw on the Painted Tower. Inner World hat tatsächlich relativ lange Ladezeit, was mich aufgestanden ziemlich nervt, muss ich da sagen. Das mag man möglicherweise auch im Let's Play leider, dass ich halt da ein bisschen angepisst bin, was die Ladezeit angeht. Aber gut, man kann nicht alles haben, nicht wahr? So, guck mal, wir haben jetzt hier einen anderen Spiegel. Einen anderen Lichtstrahl, meine ich. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie jetzt da irgendwie das schaffen können. Der Spiel ist jetzt unwichtig offensichtlich, weil er gar nicht mehr irgendwas machen kann. So, jetzt bist du der wichtige Spiegel. Du bist der Spiegel vom Herrn. Und jetzt... Jetzt blüht die Blume. Wunderbar. Und die Tür öffnet sich. Das Schauspiel kann beginnen, hoffe ich doch zumindest. Oder auch nicht. Ready for the close-up. Ah ja, ich sehe, ich muss hier irgendwas zusammenbasteln, dieses Vieh. Und ich habe auch schon einen Tipp bekommen, das ist offensichtlich der Schuh. Okay. Und daran kommt das da. Irgendwie so. Ach Gott, das sind ganz schön viele Symbole. Das da, was ist denn das hier? Das hier? Nee. Kann man das irgendwie drehen? Nee, kann man nicht. Dann kann man das ja irgendwie... versuchen. Kann man das drehen? Nein. Ist das gemeint? Ja, das passt. Dann brauche ich irgendwas Dreieckiges, was hier aber nicht reinpasst. Wo können wir das denn gut anbringen? Eine obere Kante, aber irgendwo eine obere Kante? Nee, noch nicht. Dann lege ich erstmal weg. Wir brauchen irgendwas Spitzes links. Das ist zu spitz. Das ist nicht das, was wir brauchen. Das da ist auch nicht das, was wir brauchen, offensichtlich. Das da ist das, was wir brauchen. Das war ganz fantastisch. Dann brauchen wir eine gerade Kante. Die ist nicht gerade genug. Oder zumindest nicht im richtigen Winkel gerade. Und wir brauchen hier unten so eine Art Schuh. Guck mal, das ist doch ein Schuh. Ja, wunderbar. Dann brauchen wir rechts noch so Klötzchen. Das ist aber nicht das, was ich brauche, leider. Aber das kriegen wir schon noch. Und weh, hier fehlt wieder irgendein Stückchen. Hier, guck mal, das passt doch. Jawohl. Und hier einmal das da, genau. Da haben wir schön den Schritt vom, was auch immer das sein soll, haben wir jetzt mal schön nachgebildet. Ich baue einen Killerroboter, ja. Das, ich weiß, es kann wirklich Killerroboter sein, das ist alles richtig. Irgendwas mit so einer Kante da unten brauchen wir jetzt. Das könnte dieses hier sein. Es ist es auch direkt, da brauchen wir eins mit einer Kante hier rechts, was wahrscheinlich das hier ist. Oder auch nicht. Ach, das da. Ich sehe schon. Und eins mit der Kante wiederum links, ist es dieses? Yep. Einmal eine lange Gerade, bitte. Oder eine kurze Gerade, ist es einfach das? Yep. Da passt das. Kommt das da rein? Na komm schon. Und das da kommt hier oben hin. Das hier kommt dort hin. Genau, es ist das Mützchen, der Köpfchen. Und jetzt habe ich irgendwas zusammengebaut, weiß nicht genau, was das sein soll. Breaking a leg. Was? Nein! Ich will da schon wieder rein. Ich bin jetzt wieder aus dem Haus rausgegangen. Entschuldigung. Oh mein Gott. Herr, gerade meine Schwiegereltern zu Besuch, aber wollte auf jeden Fall nochmal herzlich frohe Weihnachtsgrüße da lassen. Viel Spaß beim Stream. Eventuell schaue ich nochmal wieder rein. Grüß Pixluder. Vielen Dank, Pixluder. Ich wünsche dir auch ein schönes Weihnachtsfest und ja, Grüße deine Schwiegereltern, wollte ich nicht gerade sagen, aber danke, dass du reingeschaut hast. Du kannst dir, wenn es klappt, alles auf YouTube später angucken. So. Jetzt soll ich irgendwas rausmeißeln offensichtlich. Haben wir denn einen Meißel gerade hier? Ja, ein Meißel hier, ja. Wait for the bar to charge completely. Was für ein Bar? Ah ja, wir haben den Prinzen oder was auch immer das ist. Priming the Hero. Okay, er ist vorgemalt. A dash of color. Ich nehme an, wir sollen jetzt den Pinsel hier nehmen und ihn ein bisschen bemalen, so wie den Farben hier. Einmal braun für die Stiefelchen. Wir nehmen einmal lila für den Umhang. Die Kniepolster sind hellblau. Die Hose ist so komisch grün. Ja. Der Gürtel ist auch braun. Ist noch irgendwas braun? Nein. Aber wir haben eine blonde Mähne. Natürlich.
ein paar gelbe Verzierungen hier. Das da ist blau und zwar hellblau. Wunderbar. Dann haben wir auch das auch noch in blau. Das da auch. Genau. Das da hier ist weiß, die Handschuhchen. Und das da ist, wie wir früher gesagt hätten, Hautfarben. Oder beige. So, einmal das und das. Und diese Axt ist noch nicht rot genug. Was ist das Beutelchen hier? Und das da muss auch noch blau sein, die Hose. Und irgendwas ist natürlich jetzt falsch. Das ist blau, das ist blau, das ist grün, das ist blau. Was ist lila hier? Ja, passt doch. Ach hier, guck mal, du bist auch noch ganz rot im Gesicht. Oh, Entschuldigung. Habe ich eine Haare kurz getroffen? Nochmal bitte die Haare. Die jetzt falsch koloriert sind. Nochmal die Haare. Ist wie beim Friseur hier. Und das sieht schon ganz gut aus. Wunderbar. Ich hoffe, es wird aufgezeichnet. Also auf Twitch. Dann kann ich bei Zeit nochmal reinschauen. Ja, auf Twitch wird es auf jeden Fall aufgezeichnet. Das ist ganz gut so, wenn man Premium-Kunde ist oder sowas. Und mit ein bisschen Glück kriegst du auch nochmal auf YouTube irgendwie gestellt. Mal schauen. So, was brauchen wir noch? Showtime. Wir brauchen einen Schild für dich. Den kriegen wir doch hin. Hier. Gut. Den Schild, bitte. Achso, wo ist den Schild? 2. Dann das Schwert. Ich nehme mal, das wird 1 sein. Was hast du noch? Eine Schaufel? Ein Herz? Eine Axt? Ein Schirm? Was? Ich nehme mal das Herz. Ich sag das Herz. Könnte aber die falsche Reihenfolge sein. Das ist die 2 auf jeden Fall. Ach, das ist die Reihenfolge, wie er es geben muss. Warte mal, er muss wahrscheinlich erst... Ah, warte mal, er muss vielleicht erst irgendwas verteidigen. Dann muss er irgendwas angreifen. Am Ende gibt er der Prinzessin das Herz. Ist das gut? Weiß ich nicht. Ritter, da hilft der Schild. Perfekt. Jetzt haben wir ein Schwert. Oh. Vielleicht nicht. Vielleicht gebe ich dir mal einen besseren Schild. Vielleicht den da. Weg hier. Ah ja, ich verstehe. Wie geil. Der Prinz braucht doch Hammer und Sichel. Ja, natürlich braucht der Hammer und Sichel. Ja, bis später. Ciao, Lisander oder Pixel-Looter, wie auch immer. Komm, der Schild ist super jetzt. Läuft. Der erste Schild ist schon mal richtig. Der zweite wird ein bisschen lustig, glaube ich. Ja. Yeah. Das war nicht gut. Brauchst du mit zweit auch nochmal ein Schild? Und nochmal probieren? Hast du eigentlich zwei Schilde mit dem? Wie sieht das denn aus? Und wohin wirfst du eigentlich den Schild, nachdem du ihn gerade... Hallo? Ach ja. Nachdem du ihn gerade, benötigt hast. Oder erfolgreich benutzt hast. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Holzschild der richtige ist. Okay. Ja, der Schirm wird's auch nicht. Das musst du eigentlich. Guck mal, muss man nicht eigentlich. Kannst du im ersten. Nimm einmal. Genau, beim ersten mal das Schwert. Im ersten nimmst du das Schwert. Im zweiten nimmst du den Schild, der nicht verbrennen kann. Und dann gucken wir uns mal an, wie das jetzt geht. Ich nehme an, das Herz, was er irgendwie braucht. Oder die Blume. Vielleicht mit der Prinzessin zu geben, die Blume. Oder dem Drachen. Kann man vielleicht dem Drachen die Blume geben? Ach, wie schön. Nicht gut. Ja, und. Ja, jetzt sind beide tot. Gut. Das war nicht so gut. Dann, ach, warte mal. Geben wir erst das da. Oh, die Axt. Guck mal, ich nehme die Axt. Axt immer besser als ein Schwert. Hier. Zeig mal, woraus richtige Kerle gemacht sind. Axt schlägt Schwert schon immer. Muss ich auch zuhauen, ist schon klar. Okay, hat nicht funktioniert. Was war das Problem mit dem ersten Schild nochmal? Das muss ich echt nochmal angucken. Tut mir leid.
Ja, geht kaputt. Okay, der erste Schild war, glaube ich, schon ganz richtig. Ich muss also... Der kommt weg. Der kommt daher. Danach mache ich mir das Schwert. Jo. Wenn das Schwert nicht funktioniert, nehme ich tatsächlich den Schirm. Mein innerer Zwerg kommt natürlich durch. Zwerge sind geil. So. Der Schild hält. Er hält auf jeden Fall. Das Schwert. Drache tot. Typ auch tot. Schlecht. Was ist denn mit der Axt? Du wirst wahrscheinlich genauso sterben wieder. Aber ich glaube, der erste Schild schon mal richtig. Obwohl ich sagen muss, der erste verbrennt halt nicht. Also der zweite, der würde nicht verbrennen. Wieso wirfst du den Schild weg? Das ist total dumm. Jetzt sind wieder beide tot wahrscheinlich. Ja, eben. Nimm als zweites mal den Schirm. Ich will es einfach mal probiert haben. Weil Schirme helfen bekanntlich sehr vor Flammen. Flammenregen vor allem. Ja, der Schild nochmal. Jetzt der Schirm. Bin sehr gespannt. Hat nicht funktioniert. Überrascht mich ein bisschen. Vielleicht immer das Herz. Herz. Das letzte Mal die Blume einfach mal. Wohin denn die Schaufel? Erschlagen damit den Drachen später. Warum auch immer. Shovel Knight. Aha. Wir müssen mal dem Reiter irgendwas anders machen, weil wir brauchen den Schild als zweites, glaube ich. Nein. Wir müssen den Reiter, den ersten Reiter, müssen wir anders besiegen. Zwar können wir das mit dem Schild machen, aber den Schild würde ich tatsächlich lieber auf Position 2 haben, weil das ist das Einzige, was für den Drachen wirklich hilft. Dieser Schild hilft nicht, es hilft nicht, das Schwert hilft auch nicht, die Axt. Warte, wenn ich den Schirm aufspanne, erschreckt sich das Schwert, das Pferd vielleicht und wirft den Reiter ab. Durch die plötzliche Flächenausdehnung erschreckt es sich wahrscheinlich. Beim Drachen muss was anderes her, der hält noch eine Truhe, stimmt. Schirm! Gut, das hat nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Die Schaufel bei dem Pferd. Oh, der erste Schild ist schon richtig. Wenn der Drache was anderes her muss, kann auch sein. Ah, du beugst dich runter. Und erwischt mich damit nicht. Wie geil. Jetzt den Schild für den Drachen. Was hab ich das letzte? Die Blume habe ich letzte, glaube ich, gerade, ne? Hau ab, Drache. Ja, jetzt kommt die Prinzessin tatsächlich. Und jetzt habe ich, glaube ich, eine Blume in der Hinterhand. Blumen sind nicht schlecht. Also, das sieht natürlich aus wie Prinzessin Peach hier. Ins Gesicht reingehalten. Schön. Und jetzt ist er wiederum kaputt. Dann nimm für sie doch einfach die Axt. Nein, dann nimm, das Herz. Komm, was klappt doch wohl. Oh, den Schirm. Ich habe ja nicht ganz gesehen, weil ich habe gerade natürlich leider auf die Kamera geguckt, um zu sehen, was ihr so macht, aber ein Hoch auf die Schaufel, ja. Shovel Knight hilft. Ja, das hilft. So, Blume hat nicht funktioniert. Mal gucken, was das Herz so bringt. Alter! Platz! Sind wir hier bei Alien oder was? Platz ihr Brustkorb mal eben auf. Junge, Junge, Junge!